Hallo und willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man ganz schnell ein paar Augenringe verschwinden lassen kann. Ich dupliziere mal die Ebene mit STRG und J, wähle mir jetzt hier den Reparaturpinsel und dieser Reparaturpinsel braucht eine Quellenangabe für Bereiche zu reparieren. Ich drücke also die Alt-Taste, jetzt erscheint hier so ein Fadenkreuz und kann jetzt hier eine Quelle festlegen, welche Information zum Reparieren benutzt werden soll. Ich klicke jetzt mal einfach hier auf die Haut. Jetzt ist die Quelle festgelegt. Mache meinen Mauszeiger ein bisschen größer. Fahre jetzt hier einfach mal mit dem Mauszeiger lang. Markiere also den Bereich, der repariert werden soll. Lasse jetzt die Maus los. Und jetzt ist also dieser Bereich hier repariert. Man kann jetzt so hingehen. Ah, hier war noch so ein bisschen was. Nochmal hier so entlang zupfen. Und dann ist das hier ja wie repariert. Auf der anderen Seite mache ich das genauso. Ich drücke die Alt-Taste, markiere mir hier eine Quelle zum Reparieren. Fahre jetzt hier einfach mal lang, hier über die Augenringe, ein bisschen kräftiger. Lasse los und auch das ist repariert. Und jetzt kann ich hingehen, je nach Bedarf, je nachdem wie das Gesicht aussieht, einfach mit der Deckkraft ein bisschen runtergehen. Und kann jetzt hier also den Grad der Reparatur noch ein bisschen dosieren, damit es noch ein bisschen natürlicher aussieht, weil diese Falten sind ja auch eigentlich ganz normal und kann jetzt hier also das Ganze noch ein bisschen feinjustieren und fertig ist diese Retusche. Jo, wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einfach einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss!